Willkommen, meine Damen und Herren. Ich heiße Peter Voss und begrüße herzlich meinen Gast, Herta Müller. Frau Müller, Rumänien, das Land, aus dem Sie kommen, in dem Sie aufgewachsen sind, ist es heute für Sie ein nahes oder ein fernes Land? Sowohl als auch. Also es ist natürlich ein nahes Land betreffend meine Biografie. Und ich bin ja erst, da war ich schon 34 Jahre alt, als ich aus Rumänien weggegangen bin. Und insofern ist das etwas, was mir immer präsent ist. Andererseits, wenn ich jetzt hin nach Rumänien zurückkehre, ist mir alles fremd. Und das ist dann, jetzt habe ich den Eindruck, ich bin ewig weg oder ich war gar nicht richtig da. Aber das ist auch so, ich glaube, das ist eine Sache, auch wenn Exil, ne? Man im Grunde genommen, in Rumänien bin ich zum Beispiel, werde ich von sehr vielen Leuten als Suspekt angeschaut. Mhm. Ich bin gegangen, dann, wenn man zurückkehrt und etwas nicht richtig findet, das heutige Rumänien kritisiert, dann sind die Leute sehr empfindlich. Fahren Sie denn noch hin? So alle Jahre einmal bin ich da. Ja. Und es ist immer wieder, gibt es sehr große Auseinandersetzungen. Sie haben ja kritisiert, dass das, was man bei uns zur Aufarbeitung der Vergangenheit nennt, etwas umständlich, dass das in Rumänien doch kaum stattgefunden hat. Und auch sonst ist das Land ja in einem desolaten Zustand. Wie ist Ihnen zumute, wenn Sie sich das vor Augen führen? Es ist immer so traurig. Also ich habe immer gedacht, nach dem Sturz der Diktatur von Ceausescu, man glaubt dann, dass es automatisch eine Demokratisierung gibt, aber das ist nicht so. Und das entscheidet sich dann offensichtlich auch anhand der Dinge, die passieren oder die nicht passieren, ob es eine demokratische Gesellschaft wird oder nicht. In Rumänien hat man am Anfang gar nichts gemacht. Da war ja Iliescu und das war ja auch noch einer von den alten kommunistischen Genossen. Und der hat danach zweimal die Wahlen gewonnen. Da war Stillstand und danach kam etwas anderes, dann war es sehr spät. Diese Behörde, die dortige GAUK-Behörde, wurde zähneknirschend eröffnet, auch erst 10 Jahre danach. Und dann hat sie nur ganz unzuverlässig gearbeitet. Später ging das wieder ein bisschen. Inzwischen werden die Dinge wieder zurückgedreht. Mhm. Das ist und dann natürlich die Korruption und die alten Seilschaften sind überall, haben sich auch durch die sogenannte Privatisierung alles aufgeteilt, sind heute die sitzen an den Hebeln, ne? Und das ist auch fast schon wieder zementiert. Mhm. Und in den letzten Monaten kommt noch dazu ein sehr starker, prekärer Nationalismus. Mhm. Also das erinnert einen ziemlich an Ungarn. Ja. Und dass die mit, schauen jetzt auch, was Orban alles sich leisten kann. Der, und versuchen die Dinge so weit wie möglich nach vorne zu pushen und hoffen, dass auch wenn die EU dann irgendetwas in Frage stellt, dass doch noch genug übrig bleibt. Ja. Und viele Sachen laufen unter der Hand und die werden von Brüssel gar nicht registriert. Ja. Interessieren wir uns überhaupt genug für die Entwicklung, ich sag mal östlich von Wien als Europäer, auch als Deutsche? Oder gucken wir nur, starr auf den Euro? Ja, es gibt halt, glaube ich, immer solche Standardbereiche, auf die man guckt. Mhm. Aber nicht einmal die werden eingelöst. Also Justiz, Unabhängigkeit der Justiz, Verfassungsgerichte. Aber das ist ja nicht alles. Es gibt ja tausende Kleinstprobleme, die in ihrer Zusammensetzung das Ganze ergeben. Mhm. Und auch gerade die Kultur oder Nationalismus, das sind die ultrarechten Parteien, die sehr viel Zulauf haben. Diese Konflikte mit auch in Rumänien mit Ungarn, das verquickt sich ja alles, weil die ungarische Minderheit
anheizen. Die Rumänen reagieren mit ihrem Nationalismus auf den ungarischen. Und insofern entsteht eine seltsame Mischung von sehr gefährlichen Dingen. Und es ist, auch wenn man da hinschaut, ich habe gesagt, es ist ein riesiges geografisches Segment, das sich wieder in alten diktatorischen Formen einrichtet. In der Ukraine ist alles Orangene Revolution vergessen. Dann in Russland mit Putin passieren in den letzten Jahren immer wieder nur rückläufige Dinge. Dann haben wir Ungarn, dann haben wir Rumänien. Das ist im Grunde genommen ein Konglomerat, da kann man schon wieder wirklich Angst bekommen. Sie haben das Wort Exil gerade gebraucht. Sie haben im Spiegel, ist ein Aufsatz publiziert, der, glaube ich, auf eine Rede zurückgeht in Lübeck, wenn ich mich richtig erinnere. Da ist die Rede von Herzworten und Kopfworten. Was für ein Wort ist denn Exil, ein Kopfwort? Exil ist ein Kopfwort. Also ich habe es ja verglichen mit Heimatvertriebene. Ja. Und der Heimat, Heimatvertriebene, also Heimat ist ein Herzwort. Ist ein emotionales Wort. Ja, ja. Das hat einen sehr warmen Hauch. Ja. Und Exil ist fast ein Begriffswort. Ja, ja. Und insofern ist das eine Wort ist nur mit sich allein. Ja. Und das andere ist mit einem Gefühl. Und ja. Sowas entsteht ja auch nicht zufällig. Ja, ja. Also das sind ja Haltungen, aus denen heraus diese Begriffe, diese Wörter gebildet werden und auch eingesetzt werden. Ja. Sie haben gesagt, Deutschland hat Hunderttausende ins Exil getrieben, 1933 und danach. Und dass wir das nicht vergessen dürfen. Haben Sie die Sorge, dass wir das vergessen könnten? Es gibt ja ständig am Rande oder indirekt oder direkt immer wieder Geschichten von Menschen, die als in Deutschland waren und aus Deutschland vertrieben wurden. Ja. Und zwar in allen Bereichen. Ja. Und also selbst wenn man dann so alte Filmklassiker, wenn man einen Billy Wilder sieht, denke ich mir, Herrgott, er ist kein deutscher Regisseur, warum? Und es geht so weiter, das ist in der Musik, das ist in der bildenden Kunst, ein Beckmann oder es ist ständig immer das Gleiche. Und ich glaube, die Gesamtheit dieser Sache ist nie bewusst geworden. Ja. Und jetzt, wenn wir uns überlegen, und gerade ich beziehe das immer auf den Begriff, auf Heimatvertriebene, dass wir dieses nur für diese Gruppe anwenden. Ja. Und die anderen, als wären die erstens nicht vertrieben worden und zweitens hätten sie keine Heimat gehabt. Ja. Und das ist schon seltsam. Und ich glaube, dieses die Verödung dieser deutschen Gesellschaft durch den Nationalsozialismus, durch die das Vertreiben und Ermorden von Menschen, das ist, glaube ich, nie als Ganzes bewusst geworden. Und es gibt so eine vage, es gibt so ein, vielleicht nicht ausgesprochen, aber es gibt so eine vage Vorstellung, dass Exil ist gerettet. Und darüber müssen wir nicht reden. Ja. Wir haben natürlich unsere Konzentrationslagergeschichte und die Morde und die, das industrielle Töten von Menschen. Ja. Und das andere kommt dann nicht mehr zum Tragen. Was müssten wir machen? Also brauchen wir ein Exilmuseum oder? Man müsste, um die ganze Dimension darzustellen, bräuchte man einen Ort, wo man das zusammenführen kann. Es gibt ja hunderte Exilforscher in diesem Land, die sich um Einzelheiten kümmern, die ein Leben lang mit diesem Thema arbeiten. Aber man müsste das alles mal zusammentragen. Und es ist natürlich viel schwerer. Ich meine, die Heimatvertriebenen sind eine Gruppe. Ja. Die kamen zusammen und sind hier geblieben. Die anderen sind jeder für sich verstreut. Verschiedenste Schicksale. Ja, und das ist ein viel disparateres, komplizierteres Thema. Ja. Aber, Sie sind Heimatvertriebene auch, die Exilanten, wenn man sie Exilanten nennt. Die Exilanten sind es auch. Ja. Und, zwar vor den anderen. Ja. Und das ist ja das Problem. Ja. Ich meine, bei den Heimatvertriebenen gibt es ja eine Geschichte der Verstrickung.
Ja. Wir erfahren das ja, ja immer wieder, auch gerade von ja. diesen Verbandsvorstehern, ja. gerade als die Verbände gegründet ja. wurden. Die anderen haben sich überhaupt nicht an diesem ja. Nationalsozialismus beteiligt. Ja, ja. Sie haben ihr Leben gerettet. Sie wussten von Anfang an, was ja, passiert. Ja. Da glauben ja. wir ja. und es ist natürlich für Deutschland angenehm, ja. das warme Herz zu zeigen und die kalte Schulter zu vergessen. Ja, also ja, das ja. eine ist das Aufnehmen von Menschen, ja. das ja großartig war, aber das andere ist halt die andere Seite. Und ohne die erste Vertreibung dieser Hunderttausenden in der Nazizeit wäre die zweite Vertreibung gar nicht passiert. Das ist richtig. Wobei die Verstrickung eine des ganzen Volkes war. Ja. Und nicht nur der Sicher. Menschen, die dort im Osten gelebt ja, natürlich. Haben. Und auch danach hat man halt das, was man heute Vergangenheitsbewältigung nennt, erst bis auf die, sage ich mal, alliierten Urteile und Nürnberg ja. und so weiter, dann doch eine Zeit lang sich erschleifen lassen. Obwohl das, nach dem Krieg in dieser bei diesem Beschweigen, wie man es genannt hat, ja. mein Gefühl war immer, also ich konnte zum Beispiel mit meinen Lehrern, wir konnten darüber reden, aber ich hatte das Gefühl, es haben sowohl die Opfer wie die Täter, wie die Mitläufer geschwiegen, vielleicht auch, weil alle traumatisiert waren. Es waren ja alle eigentlich, sind ja nicht wirklich damit fertig geworden. Naja, aber ich glaube, die Gründe des Schweigens sind unterschiedlich. Ja zum Teil das unterschiedlich. Ist klar, wer und, etwas zu verbergen insofern hat. Insofern ist es, glaube ich, auch selbstverständlich, dass man sich, also dass mich die... das Schweigen müssen der Opfer, um sich selbst nicht völlig zu zerstören, ja. Mich hat's anders interessiert ja. als das Schweigen der Täter. Ja. Erstens ist das aus objektiven Gründen, ja. weil man das, was man getan hat, nicht zugeben ja. kann. Vielleicht ja. auch damals nach dem Krieg oder in den späteren ja. Jahren. Und dann natürlich in zweiter Reihe auch, um sich vielleicht zu schützen. Ja. Aber ich habe mir um die... Traumata der Opfer immer mehr Sorgen gemacht. Das ist, ja, als, erinnern kann ja auch zerstören. Ne? Ja, ja. Es wird immer so gedacht, gesagt, als würde das Reden über etwas die Dinge erleichtern oder ja. klären. Aber es ist auch umgekehrt. Das ist vielleicht ein Vorurteil, das uns die Psychoanalyse ja, eingepflanzt dass hat. Uns, dass, ja, das Reden dass, befreit, manche befreit auch, es vielleicht gar nicht. Das Schweigen, das einem unbedingt aufgenötigt wird, von einem inneren Gefühl her, dass man sich das Reden nicht leisten kann, weil es ja. noch mehr zerstört, weil man dadurch wieder zurückkehrt in das, ja. was man nicht aushält. Mhm. Ja. Ich will noch mal zum Begriff des Exils. Das hat ja eine Rolle gespielt, oder Immigration, oder wie immer man es nennen will, als Sie 1987 in die Bundesrepublik gekommen sind. Denn Sie wurden ja gefragt, kommen Sie sozusagen nun als Angehörige der deutschen Volksgruppe, Familienzusammenführung oder wie immer man das betitelt hat, oder kommen Sie aus politischen Gründen, sind Sie, wenn man so will, Immigrantin? Und Sie haben gesagt, beides, und es hieß, beides geht nicht. Ja. Warum war Ihnen das so wichtig, dass Sie, das hat Ihnen ja eigentlich dann Probleme bereitet, aber Sie haben darauf bestanden, dass es eben politische Gründe sind und sind hier dann auch wieder das verdächtigt worden. Waren die Tatsachen. Also ja. ich habe ein paar gute, schlechte Jahre in Rumänien wegen meiner Haltung ja. Auch um mein Leben gefürchtet. Ja. Mit allen Schikanen und Drangsalierungen gelebt. Ich war sehr kaputt, nervlich kaputt, als ich in diesem Land hier in Deutschland ankam. Ich kann das doch nicht alles wegstellen und sagen, ich komme zu meinem Onkel. Ja. Das stimmte einfach nicht. Und es war für mich auch sehr wichtig zu sagen, dass eine ja. Diktatur hat es so weit gebracht, dass ich gehen musste. Ich wäre sonst nicht gekommen. Und das war die Realität. Und dass man das alles über einen Kamm scheren will, nur weil 10.000 im Jahr zu ihren Verwandten kommen, das habe ich nicht eingesehen. Das konnte ich nicht einsehen. Und ich meine, diese Verdächtigungen waren ja auch, gestreut. Von der Landsmannschaft, ja. von der Banatschwäbischen, ja. die unterwandert war vom ja. Geheimdienst. Ja. Und
Das wollte ich gerade fragen. Waren die von der Securitate unterwandert? Die waren unterwandert, wie man heute weiß. Ja. Und die haben natürlich diese Gerüchte hier platziert. Dass sie Spitzel gewesen wären, nachdem sie sich gerade geweigert hatten. Es war abnorm. Also ja, es war für mich der größte Schock, dass ich hierher kam und mit Sachen konfrontiert wurde, die mir im Traum nicht eingefallen wären. Ja. Und mich also man kann sich ja nicht, man kann sich nicht behaupten, wenn ein Amt dir das Gegenteil von dem sagt, was ist. Ja. Du kannst nur sagen, es ist nicht so. Ja. Aber das man sagt kann es ja jeder. Nicht beweisen, man kann es nicht widerlegen. Ich habe schon gewusst aus dem Alltag von früher, wie viele Spitzel in dieses Land gekommen sein müssen. Ja. Ja. Es gab ja keinen Ort im Land, wo es nicht wimmelte von Spitzeln. Und ich habe von niemandem gehört gehabt, dass er hier, als er in Deutschland eingewandert war, als Spitzel verdächtigt wurde. Ich war offenbar eine der wenigen und gerade mir passiert sowas. Ja, ja. Und das fand ich nun wirklich gespenstisch. Ja, ja. Es hat sich ja ein Geheimdienst offenbar in dem Aufnahmelager bei Nürnberg dort sinnigerweise am Parteitagsgelände, hat sie ja gefragt, ob sie mit dem Geheimdienst zu tun hatten. Ja. Und sie haben gesagt, nein, der hatte mit mir zu tun, das ist ein Unterschied. Und er hat gesagt, überlassen Sie die Unterscheidung mir. Mal meine Sache wie, sein. Wie haben Sie das interpretiert? War das, ich sag mal, die Dummheit eines Apparatschicks verbunden mit Dreistigkeit? Oder hatten Sie das Gefühl... Nein, es war, glaube ich, seine Überzeugung. Ja. Und ich glaube, die Überzeugung hat er hergeleitet von seinen Informationen, die er über mich hatte. Ja. Und diesen Informationen hat er vertraut. Ja, ja. Und ich konnte gegen diese Informationen nichts ausrichten. Ja. Ich konnte noch so viele Einzelheiten sagen, die ich auch gar nicht sagen konnte, weil er mich gar nicht angehört hat, weil er wollte mich ja gar nicht so viel reden lassen. Ja. Und ich konnte ihn nicht überzeugen. Und das war immer, das war das Fiasko. Ich machte die Tür zu, wenn ich fertig war mit einem Mal Verhör. Ja. Und er sagte, bevor ich die Tür schloss, wenn Sie dennoch einen Auftrag haben, können Sie es jetzt noch sagen. Ja, das war immer, ich war immer wieder an derselben Stelle angelangt, trotz der vielen Versuche zu sagen, was nicht ist. Ja. Aber das hat ihn nicht überzeugt. Ich glaube, Geheimdienstmenschen sind eine besondere Sorte von Gesprächspartnern. Das liegt wahrscheinlich an deren Ausbildung. Also ich glaube, Geheimdienste glauben einem nicht. Das kann schon sein. Ich habe sie jedenfalls in Rumänien erlebt und ich habe sie hier auch so ähnlich erlebt, dass sie einem nichts glauben. Dass man eine Ausgangsposition, in die man hineingerät, nicht verändern kann. Egal, was man tut. Das habe ich enttäuschenderweise hier in Deutschland auch wieder erlebt. Ne? Ja. In Rumänien, also Sie waren ja Dolmetscherin in einer Maschinenfabrik und flogen raus, wurden auf die Straße gesetzt, weil sie sich geweigert hatten, zu spitzeln. Und sie wurden bedroht. Man hat sie auch im Grunde mit Ermordung bedroht. Sie wurden schikaniert und drangsaliert, was ja am Ende 1987 dann dazu geführt hat, dass Sie damals mit Ihrem Mann Richard Wagner dann ausgereist sind. Welche Rolle spielt eigentlich dann auch für Ihr Werk dieser ganze Komplex? Das spielt ja eine zentrale Rolle. Welche Rolle spielt dabei die Angst, die Sie doch gehabt haben müssen? Naja, ich glaube, Angst ist ein sehr kompliziertes Wort. Ja. Natürlich hat man Angst. Aber ich kann diese Einteilung in Angst und Mut überhaupt nicht nachvollziehen. Im Grunde gehört für mich beides zusammen. Ja. Ich glaube, ohne Angst kann man sich nicht zu nichts entscheiden. Und selbstverständlich hat man Angst. Aber ich glaube, das ist normal. Man hat halt Angst, aber... Die einen haben nur Angst und die anderen haben Angst und man Mut, kann ja nicht, man kann ja nicht seine Haltung ändern, weil man Angst hat. Außerdem
Das war damals so, dass ich wusste, ich kann die äußere Situation nicht verändern. Mhm. Ich kann auch meine Position in dieser Struktur der Umzingelung nicht verändern. Ich bin ein Feind und das bleibt so. Und insofern, es hätte gar keinen Sinn gemacht, zu sagen, ich habe jetzt Angst, ich sage jetzt nicht mehr, was ich denke, oder ich tue nicht mehr, was ich nicht tun möchte. Es ist ja so absurd. Es wurde die meisten Vorwürfe kriegte man ja von dem Regime für das, was man nicht getan hat. Man konnte ja nichts tun. Und das ist ja das Verrückte. Das sind auch die Unterschiede. In Demokratien geht es immer um das, was man tut. Mhm. In Diktaturen geht es ja meist um das, was man nicht tut, weil man es nicht verantworten kann. Und das ist so wie eine Entscheidung. Also, sich verweigern und nicht mitmachen. Und ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht. Aus mir wird nichts. Ja. Und das ist von Jugend auf, als junge Person und immer zu wissen, dafür entspreche ich nicht, das will ich nicht. Man weiß immer, was man nicht werden will und was man nicht tut. Und dafür wird man bestraft. Das sind diese Unterschiede, Aber ich. Viele haben ja entweder der Angst nachgegeben oder den Belohnungen, die dort winkten. Sie hatten eine Freundin, Jenny, die sogar sie noch besucht hat, als sie in Berlin waren. Und dort haben sie erst entdeckt, dass sie bespitzelt, und haben sie zurückgeschickt. Die ist dann an Krebs gestorben. Und sie haben das mit einem sehr zwiespältigen, Gefühl, mit Trauer und Zorn, sage ich mal, darauf reagiert. Oder vielleicht drücke ich mich jetzt etwas schlicht aus. Es ist eine sehr tragische Situation, weil wir waren sehr eng befreundet. Ja. Und sie fing erst an, mich zu bespitzeln, als ich schon aus Rumänien weg war, wie ich jetzt in meinen Akten nachlesen kann. Sie sind an die herangetreten, als sie schon Krebs hatte. Ja. Sie wollte mich sehen. Sie haben sie natürlich geködert. Sie hat mich besucht, dafür musste sie natürlich diese Spitzeldienste machen. Ja. Das ist alles diese Mischung. Also es ist schon teuflisch, wie man das und gemacht auch, hat. Ich habe diese Person so gerne gehabt. Ja, ja. Und ich habe auch als Mensch sehr, es hat mir sehr weh getan, dass sie sich dazu bereit erklärt hat. Ja. Andererseits diese Zerrissenheit, dass ich wusste, sie wusste, dass sie nicht mehr lange lebt. Ja. Das ist das eben, was diese kriminellen Dienste zustande bringen, dass sie absolut alles zerstören, dass sie vor nichts zurückschrecken, dass sie diese Person auch noch in diese Situation hinein gequält haben, dass sie mich gequält haben, diese Freundin aus dem Haus zu schmeißen und mich von ihr fernzuhalten, obwohl ich sie liebte. Und Zerrissene, das in einen selbst hineingezwungen wird, und dieses Hin und Her, auf das es auch keine Antwort gibt. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich kann auch nicht sagen, die ist mir egal, oder ich habe sie vergessen, oder ich will nichts mehr von ihr wissen. Das geht alles nicht. Mhm. Und trotzdem muss ich, um mich zu schützen, muss ich Distanz aufbauen, von nach außen hin auch ihr suggerieren, bleib mir fern, komme mir nicht mehr in die Nähe. Und das ist alles, das ist pervers. Mhm. Und solche Sachen haben diese Dienste, das gehört zu ihrer Grundbeschäftigung. Mhm. Ne? Und das ist ja, das nennt man ja kaputt machen. Ja. Das Zerstören von Beziehungen, das Zerstören von menschlicher Substanz. Mhm. Mhm. Ein Mensch, der so zerstört worden ist, war sicherlich Oskar Pastior, der nun in ihrem Leben eine ganz besondere Rolle gespielt hat. Ohne ihn wäre ja das Buch Atemschaukel gar nicht entstanden. Ja. Er ist sozusagen ein bisschen Mitautor, denn Sie haben das, was er Ihnen aus dem Lager, aus dem russischen oder sowjetischen Lager erzählt hat, verarbeitet. Er hat auch geschwiegen, er ist auch zerstört worden. Als das herauskam, hatte ich den Eindruck, manche Reaktionen in der Presse, es ist nicht so formuliert worden, aber ich habe es so gelesen, waren ein bisschen schadenfroh. Nach dem Muster, ich sag mal, Hertha Müller war immer besonders rigoros in ihrem moralischen Urteil über Spitzel,
Und geschieht ihr ganz recht, dass jetzt ihr dieser enge Freund sozusagen auch so einer ist. Jetzt mal unabhängig davon, dass das so nicht fair ist, aber hat dieser Fall jetzt Ihre Sicht auf die Spitzelei, auf Motive, auf das, was Menschen dazu noch mal verändert? Nein, denn es ist ja nicht der erste Fall, ja. Was ich zuvor von der Freundin gesagt habe. Ja. Das weiß die Öffentlichkeit halt nicht. Ja. Das war meine persönliche Zerrissenheit. Ja. Also ich habe mich nie linksum oder rechtsum abgewendet und gesagt, so, jetzt ist Schluss. Ja. Wie macht man das? Ja. Wie kann man Gefühle abschneiden? Ich glaube nicht. Auch wenn es ein ganz langes Vertrauensverhältnis gibt und man hat eine Geschichte mit einem Menschen. Also ich habe das in anderen Fällen auch nicht praktiziert. Mhm. Das weiß man bloß nicht. Das sind meine privaten Sachen. Ja, ja, bei Pastior war es halt hier, man kennt Pastior, man weiß in der Öffentlichkeit, wer er ist. Dann kam die Geschichte hinzu. Ich habe mich zu Pastor so verhalten, wie ich es zum Beispiel zu der Freundin auch verhalten habe. Ja. Nur es war eine andere Zeit. Mhm. Als die Freundin das machte, hat das Regime existiert. Ja. Und die Drohungen gingen weiter. Und ich weiß ja auch aus den Akten, dass sie dann berichten musste. Ja. Und Pastor, das war im Nachhinein. Ja. Insofern, außerdem, Pastor war eine andere Zeit. Ich war 7 Jahre alt, als Pastor war eine andere Generation. Ja. Das ist die Generation meiner Mutter. Ja. Also ich war damals ein Kind, 50er Jahre. Ich weiß zwar aus Büchern oder Erzählungen, was die 50er Jahre in Rumänien waren. Ja. Finsterer Stalinismus. Ja. Ganz andere Bedingungen, als und, es dann später war. Er hatte ja einen Grund, Angst außerdem das Lager, sieben Gedichte über das Lager als antisowjetische Hetze verurteilt. Dann war Pastor homosexuell, das war jeden Tag Gefängnis. Und wie man heute weiß, Ernst Wichner hat 6000 Seiten Akten gelesen, überall, wo wir dachten, man könnte jemanden finden, den er bespitzelt hat. Pastor hat 7 Berichte in 10 Jahren geschrieben. Ja. Und die Berichte sind fast belanglos. Ja. Und das war also nicht einer, der aus eigener Initiative... Also nicht einer, der Vorteile ergattern wollte. Von wegen krimineller Energie, was man auch in der Presse gesagt hat. Ja, ja. Null. Er hat ja erkennbar einfach aus großer Angst gehandelt. Er hat große Angst gehabt und er hat wahrscheinlich nur, wenn man ihn dazu gezwungen hat, irgendetwas geliefert, dass man ihn leben lässt. Und dass er mir gegenüber geschwiegen hat, das war auch im Grunde aus seiner Sicht, kann ich das gut verstehen. Mhm. Er wusste, ich mit meiner Erfahrung, ich hätte ihm die Tür zugeknallt. Mhm. Und er, wenn er auch gesagt hätte, ich habe nicht viel getan, meine Schuld ist so klein, wie du es nicht glauben wirst, hätte ich ihm das nicht geglaubt. Aber Sie hätten vielleicht später die Tür wieder geöffnet. Nein, da wäre er tot gewesen. Ja, ja, gut, ja, aber die aber Akten wenn nicht, konnte man damals noch nicht lesen. Ja, die Akten waren, die Behörde gab es noch nicht, die Akten konnte man noch nicht lesen. Ja. Ich hätte ihn noch einmal weggestoßen. Mhm. Und ich könnte mich heute bei ihm nicht entschuldigen, weil er inzwischen nicht mehr am Leben wäre. Es ist auch so eine Frage, was ein Gezerre, ein Gefühlsgezerre. Ich glaube, man muss auch gerade auch bei Spitzeln den Einzelfall anschauen und sehen, es gibt Leute, es gibt Spitzeltypen. Und es gibt solche, die sind aus Zwang dabei, verweigern sich, wenn sie auch nicht mehr rauskommen, soweit es geht. Und andere aus persönlicher Initiative. Es gibt Spitzel, die haben jede Woche 10 Berichte geschrieben und nicht in 10 Jahren 7. Es gab ja immer das Argument, auch bei unserer Stasi-Debatte in Deutschland, und ich habe das früher auch manchmal gesagt, wenn mir die Abrechnung sozusagen zu scharf wurde nach meinem Empfinden, also auch in den Medien, also wenn man nicht, sage ich mal, Journalisten, die IMs waren, die gehören da nicht hin, aber wenn jemand als junger Mann 2 Jahre und dann selber damit aufgehört hat, freiwillig, und der moderiert eine Schlagersendung, der ist mir da mal angetragen worden beim Sender, weil er nicht mehr so gut war, nach Meinung der Leute. Jetzt holen wir ihn da raus, schmeißen wir ihn raus, mit der Begründung, er war ja IM. Das habe ich damals abgelehnt. Und habe argumentiert, ich weiß ja auch nicht wirklich,
wie ich mich verhalten hätte. Aber das kann natürlich auch manchmal ein Vorwand sein, sich einfach nicht damit zu beschäftigen. Ja, ist das ein Argument? Denn ich war ja nie so unter Druck in meinem Leben. Ja, aber dieses, ich weiß nicht, wie ich mich verhalten hätte, das finde ich immer so, diesen Satz finde ich problematisch. Ja. Ich glaube, man sollte doch von sich annehmen, dass man sich ja. So verhalten hätte, dass man dazu stehen kann. Ja. Ich sage oft bei Leuten, die diesen Satz sagen, wenn man ein Wertesystem hat, man hält von einer Diktatur nichts, man sieht diese Funktionäre und Schranzen, die überall sind, die schreckliche Unterdrückung der Leute, dieses Unglück, das überall, die Zerstörung, dann, ich glaube, dann ist es eigentlich so, dass man dagegen gewesen wäre. Also ich, vielleicht hat es auch mit meinem Hintergrund zu tun. Ich nehme an, dass ich zum Beispiel in China auch dagegen gewesen, wenn ich jetzt Chinesin wäre. Oder dass ich zum Beispiel auch in einer rechtsgerichteten Militärdiktatur dagegen gewesen wäre. Oder ich glaube, das ist halt so, dass muss man nicht etwas erlebt haben und man muss sich nicht bewiesen haben, um das von sich anzunehmen. Denn sonst nimmt man sich ja selbst die Maßstäbe weg. Ja. Man stellt seine eigenen, durch so einen Satz stellt man seine Maßstäbe in Frage. Und das finde ich problematisch. Auch in China sind es nicht so viele und auch in Rumänien gab es nicht viele Hertha Müllers. Die meisten sind in die Knie gegangen und gibt es da so etwas wie ein Verzeihen oder Vergeben, zwar nicht vergessen, also wenn der Druck so ungeheuer ist? Aber ich glaube, man kann ja nur einzelnen Menschen vergeben. Ja klar, nicht das kollektiv. Ist eine persönliche, Vergeben gehört zu einer persönlichen Beziehung. Ja. Ich kann nicht einer ganzen Gesellschaft, einer Diktatur, einer Behörde, wie soll ich das machen? Außerdem es hängt ja immer auch davon ab, wie sich die Person dazu verhält. Ja. Also ich finde sehr wichtig dafür, um zu sagen, ich verstehe das jetzt, was war. Ich muss es ja gar nicht entschuldigen. Mhm. Ich meine, wenn ich das verstehe, dann habe ich ja jemandem, dann kann ich mit jemandem schon wieder reden oder ihn akzeptieren. Ja. Aber dazu muss er sich auch erklären. Ja. Und die meisten erklären sich nicht. Und wenn, dann ist es nur Pseudo-Erklärung oder Rechtfertigung, Selbstrechtfertigung. Ja. Wenn man es zugeben könnte im Nachhinein oder analysieren oder sich selbst ganz objektiv anschauen und sagen, was war und was nicht war, dann hätte man es nicht getan. Ja. Dann hätte man das damals auch schon gemacht. Ja. Und wenn man das damals gemacht hätte, hätte man in diese Rolle nicht so bedienen können. Ja. Ich glaube, das hat mit inneren Strukturen zu tun. Oder gehört wie viele Gedanken man sich macht über etwas. Ja. Gehört das zu einem Schriftsteller vielleicht? Ist es eine Voraussetzung für Ihr Schreiben, sich selber so ja doch auch distanziert anzuschauen? Glauben Sie das? Nein. Ich glaube, ich wäre so gewesen, also in dieser Hinsicht, wie ich gewesen bin, auch wenn ich nicht geschrieben hätte. Also Schriftsteller sind auch nicht, das ist kein Personentyp. Ja, Schriftsteller sind so verschieden wie alle anderen Berufsmenschen auch. Ja. Und insofern, Schriftstellerei heißt nicht, dass man mit sich selbst objektiver umgehen kann. Mhm. Das ist, aber man muss doch beobachten sehr gut, sich selbst und andere. Das ist ja was anderes. Ja. Aber ich glaube, es hat mit dem Schreiben nichts zu tun. Ja. Ich hätte das gemacht, dass mir ist nicht eingefallen, dass ich jetzt schreibe. Ja. Es hat mir ich hätte natürlich angefangen. Ganz anders geschrieben. Ja. Das ist völlig klar. Also das finde ich schon, dass ich, wenn ich eine andere Position bezogen hätte, eine andere Haltung, dann hätte ich ganz anders geschrieben und hätte wahrscheinlich die Blickwinkel oder die Themen wären ganz anders gelagert gewesen. Das wäre bestimmt so. Ja. Das glaube ich schon, dass das zusammengehört. Ja. Ist Schreiben oder war es in Ihrem Fall, ist es auch eine Befreiung? Ich würde mal sagen, Befreiung ist es nicht. Aber es ist ein innerer Halt.
Ja. Also es gibt einem einen inneren Halt, der natürlich nach außen hin gar nichts verändert. Und auch die Gefahr oder die Situation, in der man sich befindet, nicht verändern kann. Aber es gibt einen inneren Halt und es ist etwas, es ist auch ein Stückchen innerer Unabhängigkeit. Man tut, was man selber will. Man weiß, es kann nicht durchschaut werden. Es gibt auch ein Geheimdienst oder eine Polizei hat keinen Zugriff auf das, was du denkst oder was du geschrieben hast, wenn du es versteckst. Das stimmt schon. Und ich habe oft auch Texte anderer Autoren, wenn ich zum Verhör gegangen bin, Gedichte im Kopf gesagt. Es ist auch innerer Halt. Ja. Auch sogar während eines Verhörs, ja, wenn ich versuchte abzuschalten und der hat ganz lange geredet oder auf mich zusammengestaucht und mit grobianischen, auch furiosen Beschimpfungen, dann habe ich manchmal mir im Kopf einfach was aufgesagt von ein Gedicht, ne? Mhm. Und das ist auch innerer Halt. Und das ist ja, wie gesagt, nicht nur das, was man selber macht, sondern auch die Beziehung dazu, zur Literatur. Wörter, die man für sich hat und an die der andere nicht herankommt. Das macht einen, es schützt einen nach innen, nach außen natürlich, leider nicht. Angefangen haben Sie ja, als Sie Ihren Job verloren hatten, Ihr Vater war auch gestorben und Sie hatten aber dann sozusagen vielleicht auch einfach Zeit zu schreiben. Und in Ihrem ersten Buch Niederungen haben Sie, ich sag mal, das Leben auf dem Dorf bei den Banater Schwaben beschrieben. Aber damit sind Sie bei den, ja, ich sag mal Landsleuten, obwohl Sie das Wort wahrscheinlich nicht mögen, auch in Deutschland nicht gut angekommen. Sie waren plötzlich eine Nestbeschmutzerin. Nun ist es auch ein bisschen drastisch, wenn man es liest. Also ja, dieses schwäbische Bad ist nicht anregend. Aber so viele sagen, das war bei uns auch so. Ja, kann ich auch bestätigen. Das war nur etwas früher schon zu Ende, Deutschland kam ein Wirtschaftswunder. Also, in Rumänien kam kein Wirtschaftswunder. Es gab Krieg. Lange kein Badezimmer keine Wasserleitung. Man muss vielleicht für die Zuschauer erklären, dass da eben die nacheinander die ganze Familie in dieselbe Wanne steigt mit dem gleichen Wasser drin. Aber ich meine, das war die Situation. Und ich wurde dann exmatrikuliert, exkommuniziert aus der deutschen Gemeinde. Aus der deutschen Gemeinde. Und ich meine, dieses Heimatsverständnis der Landsmannschaft, das habe ich nie teilen können. Ja. Das sind Heimatbesitzer. Ja. Und insofern auch schon in den ganzen politischen Sachen nicht. Die Landsmannschaft hat sich im Grunde genommen all die Jahre der Diktatur immer nur um diese deutsche Minderheit gekümmert. Ja. Dass die aus Rumänien rauskommen und nach Deutschland kommen. Aber ich lebte in Rumänien. Also ich nicht um Menschen, die dort leben, haben Sie sich waren nicht gekümmert. Alles waren das Menschen. Ja, ja, und ich hatte eine ganze Menge rumänischer, ungarischer, serbischer Freunde. Also mich hat es nicht beschäftigt, ob wir jetzt deutsche Minderheit sind, sondern das Unglück der Leute und die Zerstörung, die immense Zerstörung, die man jeden Tag gesehen hat. Ich hatte eine ganz andere Ausgangssituation durch die meisten, die hier in der Landsmannschaft leben, waren ewig und immer hier. Und auch wenn sie dort aus Rumänien kamen, haben sie sich immer nur um diese, diese deutsche Minderheit, dann dieses Brauchtum und Traditionen, Heimat. Mich hat das nie beschäftigt. Das heißt, es hat mich schon beschäftigt, aber ich habe es in Frage gestellt. Ja. Ich komme aus einem Dorf, das hat 300 Jahre Stillstand. Es war wie eine Kiste in einer Landschaft. Als ich in die Stadt gekommen bin und wieder zurück aufs Dorf kam, habe ich gemerkt, das geht immer so weiter. Das wird alles immer nur reproduziert. Die Lieder, die Trachten, die Feiertage, die ganzen Gewohnheiten. Ja. Diese Angst vor etwas anderes zu machen. Ja. Also ich habe das, als ich aus dem Dorf rauskam, habe ich das schon gesehen, dass das total stillgestellt ist, um zur Selbstbewahrung, also dass wir nicht assimiliert werden. Das war ja immer das Ziel, wir und dieses Deutschtum, dieser Ethnozentrismus. Mich hat das alles gestört, als ich in der Stadt war. Ich habe dann
von außen das Dorf gesehen und das hat mich erschreckt. Ja. Sie haben als Kind nur Deutsch gesprochen. Also es ist ja ein bisschen eine Phrase, wenn man sagt, die Sprache war Ihre Heimat oder das Gesprochene. Aber Sie haben erst später Rumänisch gelernt, aber eine Sprache, die Sie mögen und die Ihnen gefällt. Kam es je für Sie in Betracht zu sagen, ich wechsle jetzt als Schriftstellerin ins Rumänische? Wenn man das richtig gut gelernt hat, weil Sie ja sagen, in mancher Hinsicht ist das Rumänische geschmeidiger als das Deutsche. Ich kann das nicht wechseln, weil ich bin mir nicht sicher genug. Ja, ich hab's, im Rumänischen? Im Rumänischen. Ich habe es mit 15 gelernt. Ich verstehe zwar wahrscheinlich alle Nuancen und Unter- und Zwischen- und Nebentöne in diesem Rumänischen. Aber ich würde mich nicht trauen. Das fängt schon an, wenn ich Sätze schreibe, weil die Zeiten des Verbs anders eingesetzt sind. Die Erzählzeit ist eine andere. Ob ich jetzt einen Imperfekt oder einen Perfekt einsetze. Und wenn man mal mit solchen Dingen, die im Kopf herumschraubt, dann ist man nicht mehr in seiner Intimität. Also ich glaube, für mich ist Sprache beim Schreiben was etwas ganz Intimes, was sich... was eine implantierte Mitgift ist, das im Kopf, in den Kopf gewachsen ist, das, was ich mir nicht bewusst machen muss. Und wenn ich mir das mal bewusst machen muss, dann bin ich gestört. Ja. Und wenn ich nicht, mich würde auch kein Rumäne akzeptieren als Rumänin. Man hört an meiner Aussprache, so wie man hier in Deutschland hört, dass ich keine Deutsche bin, hört man in Rumänien, dass ich keine Rumänin bin. Ja, ja. Also das weiß jeder Rumäne nach zwei Sätzen. Bist du Deutsche oder Ungarin? Das werde ich dann auch gefragt. Also das ist auch sowas. Ich habe oft auch den Eindruck gehabt, Sprachen, eigentlich gehört mir gar keine. Fast ist alles immer nur wie geliehen. Man kann sich das für eine Weile nehmen, aber es ist nicht selbstverständlich, dass es da ist. Es ist auch nicht Heimat, weil Sie zuvor sagten. Ja. Ja. Ich fand dann den Dialekt... Später in der Stadt, mich hat der Dialekt auch sehr, ich habe den auch von Ferne betrachtet. Und dann gab es natürlich auch Dialektliteratur, aber die war nicht das, was ein Artmann macht oder großartige Wiener Gruppe oder was, sondern das war immer eine ganz traditionelle und da war nichts anderes. Ja. Auch mit diesem Dialekt habe ich auch gedacht, gut, dass ich nicht bei diesem Dialekt geblieben bin. Gut, dass ich aus dem Dorf rausgekommen bin. Wenn ich nicht rausgekommen wäre, wäre ich natürlich das Dorf geworden oder geblieben. Mhm. Und man muss ja eine Chance haben, nach außen zu gehen, um zu sehen, wie es drinnen wirklich ist. Als Beobachter ist man nicht mittendrin. Ne? Ja. Und das fand ich auch großartig. Ja. Und das hat mir immer nachher noch Angst gemacht, dass es hätte auch sein können, dass es nicht so ist. Ja. Und es wäre... eine ganz andere Biografie gewesen. Ja. Abgesehen vom Schreiben, ob ich jetzt geschrieben habe oder nicht, aber ich war schon sehr froh, dass ich mal in der Stadt war und gesehen habe, das ist eine andere Welt. Und die Rumänen sind nicht alle faul und die Ungarn sind nicht alle jähzornig und. Also die ganzen Vorurteile. Und die Deutschen sind nicht alle bürokratisch. Und die Deutschen sind nicht alle sauber und sauber fleißig. Es gibt ja, ich habe gelesen, dass Sie ja oft gefragt werden, warum schreiben Sie dann sozusagen nicht mal über uns, über Deutschland? Und Sie haben geantwortet, das mache ich ja die ganze Zeit, ihr merkt es bloß nicht. Stimmt das? Ja, weil es um die Problematik der Diktatur ist natürlich auch eine Problematik Deutschlands. Ja. Deutsche Diktaturen hatten wir, mindestens diese zwei letzten. Ne? Ja. Außerdem, ich glaube, ich habe mir meine Themen nicht ausgesucht. Nein. Und ich hätte sie lieber nicht. Also ich hätte lieber in einem demokratischen Land gelebt und hätte nie was geschrieben. Das wäre auch gut gewesen. Und hätte heute einen anderen Beruf gehabt und hätte die Kaputtheit nicht erlebt. Und die viele Angst und dieses unsichere Leben, das hätte ich nicht unbedingt haben wollen. Und insofern, ich glaube, das Thema der Literatur entscheidet sich bei mir und bei sehr vielen auch nach dem, was das schwerste Gewicht ist. Mhm. Und das ist halt so. Und diese Bücher, die wir alle es gibt ja die halbe Weltbibliothek, besteht ja aus solchen
Büchern, die aus diesen Grenzsituationen kommen, in denen sich der Autor nicht aussucht, das schreibe ich jetzt mal, sondern dass es ihn von innen bedrängt und dass es eine innere Notwendigkeit wird, dass er die Dinge mit sich so lange herumschleppt und sich der Sache stellen muss, die er erlebt hat. Meine Damen und Herren, das war eine Begegnung mit Hertha Müller. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Müller.